Vielleicht kann man das derzeitige Geschehen an den Aktienmärkten als einen riesigen Kampf um Kontrolle definieren. Und deswegen sind die Aktienmärkte hin und her geworfen. Einmal brutale Rallye, auf der anderen Seite dann auch scharfe Abverkäufe. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Wer gegen wen? Notenbanken mit Liquidität gegen Folgewirkungen des Coronavirus. Das ist dieser Kampf der Giganten, wenn man so will. Milliardenverluste auf der einen Seite, Milliardeninjektionen von Liquidität auf der anderen Seite. Das ist der Gegenpol, der da aufeinanderprallt. Schauen wir uns mal die Reaktion der Aktienmärkte an, und die ist wirklich extrem. Schauen Sie mal hier die Ausschläge an, nach oben oder nach unten im S&P 500. Bums nach oben, Bums nach unten. Wir haben durchschnittlich in den letzten 7 Tagen beim S&P 500 eine Tagesspanne von Tagestief zu Tageshoch von 3,9%, muss man sich mal vorstellen, im Jahr 2017, als die Märkte sogar ganz langsam nach oben gegangen waren. Da war, glaube ich, die durchschnittliche Tagesschwankung so bei 0,3, 0,4%. Also das sind völlig andere Dimensionen, die wir da erleben. Und das ist natürlich etwas, was so ein bisschen an das Jahr 2011 erinnert. Eurokrise, ich hatte es heute Morgen schon gesagt, damals auch der Abverkauf. Die Eurozone fliegt uns auseinander. Alles bricht zusammen. Damals die Gefahr, die man zumindest gesehen und eingepreist hat, es kam ja dann anders, wie wir wissen, da gab es diesen scharfen Abverkauf und dann sahen wir diese Moves rauf, runter, rauf, runter. Vielleicht ist es diesmal anders, ist die Gefahr realer, schwer zu sagen. Vielleicht ist das Virus im April dann irgendwie vorbei, weil es warme Temperaturen nicht verträgt. Weiß man es, das ist die große Frage. Auf der anderen Seite sieht man, dass die Chinesen gewisse Risiken eingehen, indem sie eben die Leute versuchen, wieder zur Arbeit zu schicken. Wenn das schief geht, wenn also die Infektionen dann wieder dramatisch zunehmen, wäre das natürlich ein Problem. Aber die Chinesen haben Big Data, die kontrollieren ja alles und jeden und dürften da ganz gute Informationen haben. Wer weiß es schon. Hier sehen wir diese Verläufe, eben massive Probleme hier, die wir auch in 2011 hatten. 18% ging es da runter. Das war damals auch ein guter Schnaps, der da passiert ist. Und es gibt natürlich einige Gründe dafür, dass das so ist, denn wir sehen, dass immer mehr die ökonomischen Folgewirkungen hier greifen, zum Beispiel bei Cruise Bookings, also Buchungen von Kreuzfahrtschiffen für das Jahr 2021 und 2022 sind derzeit -40%. Wir haben dann die Situation, dass alleine bei solchen Messen, die derzeit abgesagt werden, bei jeder Messe teilweise fünfstellige Jobs dranhängen, also 14.000, 20.000 zumindest Teilzeitjobs. Wir haben ja jetzt so ziemlich alles abgesagt in den USA wie auch in Europa, was da an Messen oder anderen Dingen der Fall ist. Reisen werden abgesagt, Firmenreisen werden abgesagt und eins vielleicht auch noch. Wir haben hier durchschnittlich pro Tag 3.500 Leute gehabt, die aus Wuhan, bevor die Quarantäne über diese Stadt verhängt wurde, eben in verschiedene Länder gereist sind. Und das scheint sich jetzt immer mehr bemerkbar zu machen. Interessant ist, dass die Amerikaner es bisher nicht so richtig schaffen, wirklich die Tests bereitzustellen. Ursprünglich hieß es, ja, wir werden bald in der Lage sein, 1 Million Tests durchführen zu können. Jetzt sagt der Health Secretary in den USA, Acer, ja, Ende der Woche werden es 75.000 sein. Das ist also viel, viel weniger, als man versprochen hat. Die WHO hat gesagt, ja, wir haben jetzt 95.000 Fälle, 3.200 Tote. 80% der Fälle kommen jetzt aus 3 Ländern, also China, Südkorea und Italien. Aber sagt man auch, die Zahl der Neuinfektionen in Südkorea sei jetzt rückläufig. Hier sieht man mal so eine Grafik, die das so ein bisschen auf den Punkt bringt. Wie gesagt, die Zahlen aus den USA, und das ist vielleicht derzeit so ein bisschen der entscheidende Punkt, die sind nicht wirklich valide, noch weniger als die der Chinesen, denn es gibt schlichtweg zu wenig Tests. Man weiß es also nicht, kann es nicht wirklich sagen. Die Märkte sind jetzt so ein bisschen natürlich in einem Modus, die Fed muss uns retten, der große Retter, auf den man immer vertraut hat. Jetzt preisen die Märkte inzwischen eine praktisch hundertprozentige Wahrscheinlichkeit ein, dass die Fed am 18. März, also in, was haben wir heute, den 5., in gut einer Woche, ja fast 2 Wochen, dass die Fed dann praktisch die Zinsen nochmal um 0,5% senkt, nachdem sie ja kürzlich überraschenderweise schon mal mit einem Vorsichtsschritt, wie man da gesagt hat, die Zinsen um 0,5 gesenkt hat. Und wir sehen, dass vor allem die Bankaktien darunter leiden. Wir haben jetzt
die europäischen Bankwerte 25% tiefer in den letzten 13 Handelstagen. Wenn das nicht ein Crash ist, so die Frage hier, was dann? Die Commerzbank heute auf einem neuen Allzeittief. Und da knallt es schon richtig. Wir sehen am Anleihespektrum wahnsinnige Bewegungen. Wir sehen jetzt, dass die 30-jährige Real-Tips-Anleihe aus den USA, Tips sind inflationsgeschützte Anleihen, dass die jetzt unter Null gefallen ist. Also minus Inflation rentiert die, würde die weniger rentieren als Null. Und wir sehen, dass jetzt auch die 30-jährige Staatsanleihe in den USA weniger rentiert als die S&P 500 Dividendenrendite. Normalerweise sind das keine so schlechten Argumente zu sagen, okay, dann kaufe ich eben die Dividendentitel, wenn die schon mehr Rendite bieten. Aber derzeit ist eben unklar, wie die Sache weitergeht, wie stark der ökonomische Schaden sein wird für die Unternehmen. Und dementsprechend die Reaktion jetzt in einem Jahr, die Fed um 125 Basispunkte gesenkt, die EZB um 10, Kanada 50, Australien 100, Brasilien 225, Russland 175. Man könnte die Reihe fortsetzen. Und interessant ist, dass der chinesische Aktienmarkt am besten läuft. Derzeit sitzt Donald, wird es freuen. Da sind wir auf einem 52-Wochen-Hoch. Und das trotz dieser Geschichte. Da feiert man vielleicht schon eben, dass jetzt bessere Zeiten kommen. Wer weiß das schon. Jedenfalls tun die Chinesen alles dafür, wie Kai-Shin berichtet, um sozusagen hier die Zahlen zu fälschen, um den Eindruck zu vermitteln, als würde die chinesische Wirtschaft wieder gut dastehen oder wieder wirklich an den Start gehen. Da sind vor allem Local Governments, also Lokalregierungen, die hier sozusagen dann ihre eigenen Zahlen nach oben pushen, um vor Peking dann gut dazustehen und zu sagen, guck mal, wir sind ja richtig fleißig, wir geben wieder Gas. All das ist aber wahrscheinlich Bullshit. Schauen wir uns die Charts an, gucken wir mal an, was da los ist. Und jetzt geht's nach unten. Wir sehen zunächst mal ja nachbörslich gestern, nachdem es über 4% nach unten gegangen war, diesen massiven Spike nach oben. Dann ging es nach unten, als Kalifornien praktisch den Notstand erklärt hat. Da waren die Amis dann plötzlich wieder, oh, 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 welche Folgewirkungen hat das, welche Konsequenzen hat das? Dann sind wir heute nochmal nach oben gelaufen. Wir sehen beim Dow Jones vielleicht ganz gut, dass wir da ziemlich genau an Widerstände gelaufen sind. Hier diese drei oberen Kerzchen. Das ist der S&P, aber die sind ja alle gleich, die Charts, gell? Wir können es ja austauschen wie es morgen. Dementsprechend wollte ich noch sagen, dass die Charts von Capital.com sind. Also es ähnelt sich ein wenig alles. Der DAX, der ist natürlich auch ein wenig depressiv jetzt, 11.777. Wir sind also jetzt in dieser Downwelle offenkundig, nachdem es gestern nach oben geht. Ein Tag 1.300 Punkte nach oben, am nächsten 1.000 nach unten, dann wieder 1.000 nach oben. Das ist derzeit offenkundig so ein bisschen das Muster. Schauen wir uns mal den Euro-Dollar an, der jetzt über die 1.12er-Marke geht. 1.12.07. Wir sehen, dass Gold natürlich jetzt auch schießt. Durch diese Unsicherheit 1.666 und das amerikanische Crude Oil hin und her gerissen. Nach der OPEC-Kürzung, die man wohl beschließt, 1,5 Millionen Barrel pro Tag. Also großer Kampf der Titanen, Notenbanken, unendliche Liquidität. Wir tun alles. We do whatever it takes to preserve the financial system, würde jetzt Mario Draghi sagen. Aber der hat ja nichts mehr zu sagen und Lagarde ist vielleicht nicht so charismatisch, um hier Beruhigungssignale geben zu können. Auf der anderen Seite noch die völlig unbekannten Folgewirkungen, wenn zum Beispiel eine Stadt wie New York in Quarantäne versetzt wird und dann gleich die Wall Street zugesperrt wird. Und das mal als Worst-Case-Szenario, aber ganz undenkbar ist es ja nicht. Dann wäre natürlich noch mehr Panik am Markt. Aber es kann sein, dass es morgen schon wieder nach oben geht, wild nach oben geht, wie eben 2011, aber vielleicht eben auch nicht. Wir werden sehen. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Feierabend und sag Servus und Ciao.